Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Episode von Let's Play Darksiders. Denkt bitte dran, mir, wenn euch die Episode gefallen hat, ein kurzes Feedback zu geben. Und wenn es nur ein Daumen hoch ist, für mich ist es schon irgendwie wichtig, einfach was Greifbares in der Hand zu haben und zu sehen, dass es euch gefällt, um ein bisschen Motivation rauszuschöpfen, weiter mit Hochdruck an den Projekten zu arbeiten. Aber jetzt möchte ich euch nicht weiter aufhalten und langweilen, sondern euch viel Spaß bei der nächsten Episode wünschen. Ui, was passiert? Achso, Samael haut ab. Und wir haben unsere Chaosgestalt zurückbekommen. Aus dem Prolog kennt ihr sie sicherlich noch. Chaosgestalt. Lassen Sie Krieg vorübergehend seine Chaosgestalt annehmen, damit er seine Feinde dezimieren kann. Drücken Sie V, um die Chaosgestalt zu entfesseln. Werde ich jetzt nicht machen, weil... Naja, weil muss ja nicht gleich sofort passieren. Ah, hier oben kann ich jetzt mal raufgehen. Mir holen, was da zu holen ist. Ey! Unsympathler, was soll das? Kampf müsste er einsetzen. Ja, klappt so halbwegs. Naja. Achso, jetzt holen wir uns da oben mal die Truhe. Oh, ein paar Schritte weiter vorne und Krieg wird runtergelegen. Teil der Abgrundrüstung. Ein Teil der mit Blut geschmiedeten Abgrundrüstung. Sammeln Sie alle 10 Teile, um die Rüstung komplett zu haben. Hatte ich in meinem vorherigen Spiel Durchlauf-Anlauf noch nicht erreicht. So, also mit dem Feldtast müssen wir jetzt hin und her fahren. Gut, und hier geht's weiter. Das heißt, hier müssen wir mal hinlaufen. Ach, da kommen wieder ein paar kleine Zipfer, die verarztet werden möchten. Ja, und ihr seht, diese neuen Schlagfolgen sind relativ stark. Beziehungsweise machen einfach mehr Schaden als gewöhnliche Schlagfolgen. Und ja, hier können wir gleich rein. Zuerst mal die beiden Störenfriede aus dem Weg räumen. Und jetzt kitzeln wir die Bombe. Oh, wir müssten sie anzünden. So. Jetzt ist der Weg frei. Und wir können uns weiter Richtung des nächsten Generals wagen. Wird aber noch ein schönes Stück, bis wir dorthin können. Ach, da können wir nicht drauf. Und hier werden wir schon wieder ein wenig behindert. Aua! Ich glaube, das wäre ein passender Moment, unsere Zorngestalt mal zu demonstrieren. Wie ihr seht, haben wir hier eine eigene Anzeige, die nach unten geht. Also die Zornenergie, die wir im Weg schon gesammelt haben. Sobald die leer ist, verwandelt sich Krieg automatisch zurück. Das heißt, wenn wir länger unsere mächtige Form verwenden wollen, müssen wir wohl oder übel die Zornenergie erhöhen. Logischerweise. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass an sich die Bosskämpfe eine Verwandlung in diese Gestalt nicht erfordern. Zumindest war es bei denen, die ich gemacht habe. Also ich habe eigentlich von den Generälen in meinem vorherigen Spieldurchlauf oder Anlauf alle bekämpft.
Diese Zornenergie ist an sich interessant für Gegner, die in großen Mengen auftauchen oder einfach, also für normale Gegner, die in großen Mengen auftauchen und hart zu niederzuprügeln sind. Und hier müssen wir über die Ventilatoren. Hallo. Da dachte ich mir schon, ein Einzelner steht einfach so rum und schaut einfach nur blöd in die Gegend, da müssen mehr sein. So, jetzt werden wir wahrscheinlich den oberen Ventilator auch einschalten und wir müssen jetzt durch den unteren, sich schnell drehenden Ventilator, glaube ich. Oder den müssen wir irgendwie aufhalten, so war das, glaube ich. So, von diesem Durchgang aus sind wir gekommen. Das heißt, ich werde versuchen, in den Durchgang zu gehen, wo jetzt gerade der Gegner herum patrouilliert. Auftauchende Gegner sind ja immer ein gutes Anzeichen, dass man gerade am richtigen Weg ist. So, wenn ich das nächste Mal bei Vulgrim bin, sollte ich mal ein paar Sensen-Moves freischalten. Weil an sich finde ich persönlich, man sollte ja alle drei Waffen, die man hier in diesem Teil bekommt, relativ gleichmäßig entwickeln. Zumindest was das Freischalten der Fähigkeiten angeht. Da es Gegner gibt, die einfach mit einer bestimmten Waffengattung am einfachsten zu vernichten sind, wenn man sich dann auf eine zu sehr fokussiert hat und die andere vernachlässigt hat, kann das ein bisschen schwierig werden. Einfach ist es, wenn man sich wirklich pro Gegner auf die richtige Waffe zurückgreifen kann, hat sonst den Nachteil, dass man länger braucht, um eine Waffe oder die Waffen also zu meistern. Au! Ja, und ihr seht, wenn ich hier diese Spezialmanöver nutze, oder diese Spezialschlag, den wir gelernt haben, können wir unter anderem sogar einen dieser größeren Brocken ein wenig in die Enge treiben. Und wenn ich mit dem Ausweichen und solchen Vorstoßangriffen richtig time, können wir ihn prügeln, im richtigen Moment wegspringen und dann sofort wieder zurückspringen. Alles eine Sache der richtigen Timings. Was ich in vielen Fällen einfach nicht habe. Der überschwemmte Pass. Ach ja, das war die Stelle. Ich erinnere mich wieder. Hier gibt es ja gerade in dem Gebiet, was ich noch weiß, einiges an Sachen, an optionalen Sachen zu finden, die man erst zum Teil später finden kann oder halt holen kann. Aber an sich finde ich eine der schönsten Gebiete im Spiel. Also der gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Schaut, wenn man mal von den Gegnern absieht, sehr idyllisch aus. Und ja, ich töte auch Vögel, um Lebensenergie zu bekommen, wenn es sein muss. So, wie ihr seht, das war jetzt ein schöner "Ich prügel dich, bis du nicht mehr kannst" Manöver. Findest du das lustig, Schweinebacke? Hier, hast du was zum Spielen? Ja, also ihr seht, in Kombination jetzt mit unserer verbesserten Kreuzklinge sind sogar die fetten Brocken relativ schnell und einfach zu besiegen. Ja, da ist schon wieder eines der Objekte, das haben wir schon bei der Zwillingszitadelle draußen kurz gesehen. Dafür brauche ich eines der Gadgets, die ich erst finden werde. Ich weiß gar nicht mehr mal, wie es hieß. Ich weiß nur, dass es etwas geben wird. Naja, Vulgrim-Posten, sehr schön. Und mal schauen, was wir uns kaufen könnten. Viel wird es ja nicht sein. Nein, viel wird es wirklich nicht sein. Wir könnten eine bestehende Fähigkeit verbessern.
oder einen neuen Trick lernen. Luftsensenklinge, Sensenstoß in der Luft, Höllenklinge, vertikal gedrehter Sensenstoß. Ach, die kennen wir, glaube ich, schon. Leert das der unter der Luft die rechte Maustaste gerückt halten. Probieren wir es mal, ob wir sie schon kennen. Ja, tatsächlich, kennen wir schon. Das heißt, wir werden an sich nichts kaufen, weil wir nichts bezahlen können, also nichts Neues bezahlen können. Und werden jetzt einfach schauen, dass wir uns weiter Richtung Ausgang des Gebietes machen. Die ganzen Sachen, die es hier zu finden gibt, werde ich dann später machen, wenn ich mehr Gadgets und mehr Gegenstände habe. Weil dann kann ich dann im Grunde schon in einem Abwasch das ganze Gebiet hier abgrasen, gegenstandsmäßig. Vielleicht nehme ich euch damit, vielleicht auch nicht, weil ich hier gesagt habe, dass ich nicht die ganzen Aufsammeleien von Gegenständen zeigen werde. Das entscheide ich erst, wenn ich dann mal die entsprechenden Items habe, die ich brauche. Ich brauche die Dinge, um darüber zu schwingen, und ich brauche Sachen, um das Eis zu beseitigen. Dauert beides noch ein bisschen, bis ich die Sachen habe. In der Zwischenzeit kümmern wir uns eben um die Kleinen. Und der nächste am Boden da vorne. Seht ihr auch schon, dass uns wieder so ein Steinriese erwartet. Der wahrscheinlich auch wieder eine Aufgabe für uns bereithält, bevor er uns passieren lässt. Da kommen gleich wieder so Arenenkämpfe, wie wir es schon auf dem Friedhof hatten. So, dann schalten wir jetzt zum Horn und wecken den Großen mal auf. Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken, und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Ja, ich hatte recht, wir müssen wieder solche Viecher finden und erledigen. Wieder 4 Stück. Und ja, dann fangen wir einfach mal an. So von den Positionen her würde ich sagen, die liegen alle irgendwie so versteckt, dass ich vom Wasser aus hin muss. Ach, netterweise wird das so schön angezeigt. Wobei ich muss gerade sagen, die schwebenden Augen in der Luft stören mich doch ein bisschen. Naja, wenigstens sind wir nicht im Herr der Ringe, sonst hätte ich wirklich die Hosen voll. Wenn auf einmal 4 schwebende, fast brennende Augen in der Gegend herumschweben würden. Gut, da haben wir das erste. Einfach wie gehabt rein und die Aufgabe erfüllen. So, was ist zu tun? Gegenangriff. Ach, ich hasse das. Drücke die linke Alt-Taste, okay, um Angriffe von Gegnern abzublocken. Starten Sie einen Gegenangriff, indem Sie blocken, kurz bevor Sie getroffen werden, resultiert in einem schnell starken Angriff. Töten Sie 5 Feinde innerhalb der vorgegebenen Zeit und nutzen Sie dafür nur das Abblocken sowie Geschoss-Gegenangriffe. Für die verbliebene Zeit auf der Uhr werden Seelen als Belohnung ausgegeben. Wunderbar. Habe ich schon erwähnt, dass ich solche Aktiv-Konter-Geschichten hasse, weil ich da einfach
schlecht bin. Gut, ich drücke ihn einfach mal so weit runter, bis er fast tot ist und probiere es dann. Ja, das war der erste. Gut, das heißt, ich muss sie wirklich erstmal runterprügeln, damit sie entsprechend verletzt sind, dass sie der nächste Schlag garantiert tötet. So, komm her. Und das war der dritte Streich. Den vierten haben wir jetzt auch gleich soweit. Jawohl. Nummer 4 ist erledigt. Nur noch einer übrig. Wir schaffen vielleicht sogar in unter einer Minute. Tatsächlich. Nach einer Minute, dafür gebraucht. Ich hätte gedacht, das wird jetzt ewig bei mir dauern. Na gut. Gab einen schönen Batzen Seelen als Belohnung. Gefällt mir schon mal sehr gut. Halt die Klappe, Beobachter. So, damit wäre das erste Siegel gebrochen. Und wir können uns der anderen Siegel widmen. Das nächste schwebt hier über dem Haus. Da müssen wir eine kurze, kurz schwimmen gehen. Das scheint nicht so, als würden irgendwelche Gegner im Wasser lauern. Jetzt müssen wir jemand aus dem Wasser rauskommen. Wenn die Kamera nicht so blöd wäre, dass ich nicht sehen würde, wie ich rauskomme. So, hier geht's mal raus. Ach, zu einer Truhe. Auch gut. Wahrscheinlich Seelen. Jawohl. Und von hier aus kann ich dann darüber springen. Gibt's hier unten was? Da ist mal Wasser. Ach, da hätten wir, wie es ausschaut, raufgehen können. Anstatt von dort drüben raufzuspringen. Klettern wir einfach mal gewöhnlich hier rauf. So. Und ab geht's in die nächste Arena. So. Wir hatten jetzt dieses Kontern. Ich glaube, jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden als das Kontern. Da sollte es wieder etwas einfacheres sein. Kriegszorn. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde mit der destruktiven Kraft von Kriegschaosgestalt. Für die verbleibende Zeit, bla bla, gibt's eben Seelen. Gut, das heißt jetzt einfach verwandeln und draufhauen. Das sollte ich schon hinkriegen. Ja. Einziges Problem wird halt sein, wenn die Kraft aufgebraucht ist, so wie jetzt, dass wir wieder die Seelenkraft auffüllen, um weiter prügeln zu können. Also die Zornenergie auffüllen können. Aber dafür haben wir doch die Kreuzklinge modifiziert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Müssen wir uns jetzt noch schnell anlegen. So. Jetzt wird sie herumfliegen und uns ein bisschen Zorn generieren. Ja, ich muss schon sagen, das war eine gute Idee, sie so zu modifizieren. So geht das mit dem Zornaufladen doch recht flüssig. Jetzt töten wir mal diese blöden Schlangenviecher. Das war's dann auch schon mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werden wir uns weiter auf Kriegsrachefeldzug begeben. Und ich hoffe, ihr werdet auch dabei sein.